Kein Platz im Inventar. Kann ich irgendwas stacken? Nee. Gar nichts. Na gut. Ja gut, hindurch. So, alles runtergeworfen. Und es ist allmählich Abend, ne? Die Sonne geht gerade unter. Ja, theoretisch schon. Den letzten Rest würde ich trotzdem eben noch holen. Ja. So, erstmal das, was hier lag. Und außerdem das Portal wieder mitnehmen. Wir haben doch noch genug. Ja, ja, passt doch. Dann gucke ich mal hier. Ich mache Aiktir an. Und wir erkunden den letzten Rest von diesem Gebirge hier. Also hier hoch. Mit Aiktir sollte das ja easy going klappen. So. Und wir sind auf der höchsten Spitze hier, ne? Ne, da ist sogar noch höher. Not bad. Ja, und da ist, glaube ich, nur Gold und so. Das spare ich mir jetzt mal. Ne Butz! Die spare ich mir nicht, weil wir haben doch auch gerade Kernholz und so. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. So. Gut möglich, dass wir gleich überladen sind vom Gewicht. Sind wir aber nicht. Aha! Und die nehmen wir uns auch immer mit, weil wir brauchen da noch eine Trophäe, ne? Dringendst. Und deswegen, warte mal, ich jump mal hier hoch. Energieschild. Aktivieren. Dann Feuerball. Und 6. So. Und noch ein, komm. Da habe ich gerade mit Absicht daneben geschossen, weil ich will nicht, dass der da stirbt und die Kristalle runterfallen. Hier soll er sterben, bitte. So. Und eine Trophäe, bitte. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Oh. Überladen. Ah, hier, Zwiebelsamen weg. Da nehme ich lieber Kristalle mit. Und eine Trophäe liegt hier nicht zufällig. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Nee. Gut. Aber ab jetzt werden wir auch jeden Golem mitnehmen, damit wir mindestens eine Trophäe haben. Maria hat mir gesagt, die sieht auch gar nicht so schlecht aus, die Trophäe. Mal schauen. Ich habe mich extra nicht gespoilert. Ich habe extra nicht gegoogelt, wie die aussieht. Weil ich selber entdecken will. So, hier runter. Hier könnte ein Frost Cave sein. Hier zum Beispiel, genau hier in dieser Senke. Bei dieser zerklüfteten Felsformation. Aber sieht nicht so aus. Ich gehe nochmal hier so lang. Nochmal hier so ums Eck. Nee. Es neigt sich gern Abend. Alles gut. Weil ich wollte ja eigentlich auch nur noch hier dieses Gebirgsstück erkunden und dann abhauen. Und dann sind wir nämlich mit dem Gebirge auch erstmal durch. Wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Ja, 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 komm. So, Feierabend. Alter, von wegen Feierabend. Ciao. So, hier ist alles unerkundet. Das heißt, hier könnte ein Frost Cave sein. Mal schauen. Ich jump mal so. Und klapper die komplette Gebirgskette ab. Komplette Kette. So. Ah, hier Chunkwechsel. So, da, an den Turm erinnere ich mich, da waren wir doch gerade schon. Also hier hoch. Es wird abends, also vorsichtig sein. Noch kam die Nachtmusik nicht, das bedeutet, es spawnen auch noch keine Viecher mit Sternen. Hier ist nichts, ne? Hier könnte was sein, warte mal. Ich fly mal hier so runter. Ich bin dann mal so fly. Aber hier ist nichts. Gut. Hier hoch. Ja, und ganz ehrlich, Alter, die Viecher ballern jetzt alle. Die Drachen werde ich wohl nicht abschütteln können, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt jedes Mal immer erst den Drachen umzubringen und dann weiterzulaufen. Hier schön die Augen offen halten. Die sind nämlich sehr verwinkelt. Gerne mal. So.
So. Hörst du wohl auf? Nachtmusik. Ab jetzt aufpassen. Und ich gehe nochmal einmal hier rüber, um hier zum Beispiel in dieser Senke nachzusehen. Da irgendwo Caves sind. Nee, nee. Nö. Nüscht. Alles klar. Dann gehe ich hier lang und wir hätten dann das Gebirge fast alles. Oh, da ist ja noch ein Bereich. Alter Schwede. Hört ihr jetzt auf? So. Dann hier lang. Und ich baue dann mal fix das Portal, ne? Weil in der Dunkelheit ist es dann doch ein bisschen unsafe. Und wir sind außerdem auch nur noch 3 Minuten gut ausgeruht. Also ist eigentlich noch okay, aber... Mann! Immer die Sound auch mit einem Schlag tot. Das ist immer so gemein. Ich weiß nicht, warum ich das immer so witzig finde. So. Ja, die Wolfstrophäe kann da liegen bleiben. Und hindurch. Sehr gut. Hier hingerannt. Den ganzen Stuff runtergeworfen. Außer die Frostpfeile, die können wir oben einsortieren. Stopp. Und hier hin. Oh. Eine schöne, klare Nacht. Krass, dass genauso die fliegenden Inseln in so eine Wolkendecke gehüllt sind. Das sieht voll geil aus. Übelst mächtig. Als ob da so eine dunkle Magie am Werk wäre, die das so versucht zu verhüllen. Ne? So eine dunkle Schattenmagie. Voll geil. Gut, wir schmeißen uns in eine Pofe. Jump. Und gute Nacht. So, guten Morgen und direkt weitergerannt. Oh, das macht gerade voll Spaß. Also diese Erkunden, Frost Caves finden, daneben gerade haben wir so viel rote Jute rausgekriegt. Das bockt mega, weil dann können wir nämlich auch Stück für Stück mal endlich unsere To-Farm-Liste abklappern. Sehr nice. Perfekto. Uch, oh, verdammt. So viel zum Thema Perfekto. Schon wieder sinnlosen Trank genommen, aber deswegen habe ich ja extra den Magietrank auf die 6 gelegt. Weil Magietrank ist am entbehrlichsten, ne? Aber das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Obwohl, ich frage mich, wie viele Leute, die hier gerade zugucken, prozentual gesehen, sind Leute, die dieses Let's Play bereits kennen. Und wie viele sind neu? Also es gibt in YouTube Analytics kann ich das sehen. Aber das ist da sehr grob gerechnet, ne? Also ich glaube, ich kann das auch nicht zum Beispiel... Ich glaube, ich kann das in einer Folge auch sehen. Aber ansonsten wird ja immer nur der Durchschnitt angezeigt und ich mache ja so viele Folgen, jeden Tag eine. Da, weiß ich nicht, ist das sehr uneinsichtig, wie viele Neuankömmlinge es gibt und wie viele dieses Let's Play schon sehr lange kennen. Gibt ja tatsächlich einige, die gucken seit Folge 1. Da war ich ein bisschen gerührt, als ich das gelesen habe. Das freut mich wirklich, dass jemand seit Folge 1... sich das alles bis hierhin angeguckt hat. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Weil das heißt ja, dass es sehr viel Spaß macht, mir zuzugucken. Das ist sehr erfreulich. Dankeschön für den Support. Aber mal schauen, was geht denn hier oben ab? Noch ein Gipfel. Da hoffe ich... Ah, und ein Golem. Sehr gut. Warte, warte. Oh, oh Mann! Übelst weggefetzt. So, ihr sterbt erstmal. Ihr nervt nämlich übel. Und dann bist du dran, mein Freund. Komm mal schön her. Hier bin ich. So. Das hier ist der höchste Gipfel, ne? So. Und wieder zurückgerannt. Damit der ja nicht da... dazu kommt, mich zu schlagen. Weil dann wämst er mich nämlich übel weg. So. Und noch ein. Ah ne, gar nicht. Noch einen weiteren, weil er brennt ja nicht. Natürlich nicht. Er ist ja auch aus Stein. So, hör mit deinem Stuff. Und ist eine Trophäe dabei? Da käme eine Nachricht, ne? Neues Item.
Golem-Trophäe. Kam aber nicht. Schade. Ja, Stein, Alter. Was soll ich denn damit? Obwohl, nach unserem Pfad, den wir gebaut haben, können wir eigentlich wieder ein bisschen Stein gebrauchen. Das ist richtig, richtig zurückgegangen. Jetzt haben wir mehr Holz als Stein. Das hatten wir noch nie vorher. Gut, wie dem auch sei, hier lang. Ich gucke gerade auf der Minimap, wie wir am klügsten laufen. Eigentlich da so lang und dann so einen Bogen, ne? Schön immer nach hinten gucken. Und jede einzelne Frosthöhle mitgenommen. Ah, eine Butz. So. Hör mit dem Stuff. Und noch ein. Sehr gut. Da liegt Goldzeugs. Da schmeiße ich mal lieber Stein weg und Harz. Oh, ist das hell. Man sieht einfach nichts. Das ist ein bisschen so wie dieses Schneeblind, ne? Wenn es richtig, richtig weiß ist und die Sonne strahlt und dann der Schnee so übel die Sonne reflektiert und du einfach nichts siehst. Du bist mehr geblendet als im Sommer. Also wirklich, das ist richtig anstrengend für die Augen. Ich bin diesbezüglich auch sehr lichtempfindlich, muss ich zugeben. Und dann manchmal im Winter, ich krieg meine Augen nicht auf. Weil es so schmerzt. Muss man echt eine Sonnenbrille im Winter tragen. Na gut, wie dem auch sei. Hä, das sage ich schon wieder, wie dem auch sei. Das sage ich jetzt zum dritten Mal. Das ist so eine übelste Floskel für mich, das Thema zu beenden, ne? Gut, wie dem auch sei. Hier lang. Ja, da haben wir hier alles abgeklappert, ne? Inventar ist eigentlich auch gefüllt. Ich laufe aber trotzdem mal weiter. Und umrande wieder das Gebirge, ne? Das hat gut geklappt letztes Mal. Weil wir dann von allen Seiten den Berg betrachten können. Alter, wie weit geht das denn noch? Oh, voll Hammer, ey. So ein längliches Gebirge, was auch wieder realistisch ist, ne? Weil so bilden sich ja Gebirgsketten. Ich glaube aber, das ist euch bekannt. Das hatten wir ja alle mal in Erdkunde. Oder Geologie oder wie auch immer das Fach bei euch hieß. Letztendlich ist es ja das gleiche. Geografie. Geografie, ne? Heißt es bei einigen? Keine Ahnung, ich komme. Also ich hatte meine Schulzeit in Niedersachsen verbracht. Und da hieß es immer Erdkunde. Was ich irgendwie. Das klingt voll wie das plumpe Wort, finde ich. Das klingt wie in der Grundschule, wo man Sachkunde hatte. Wisst ihr, was ich meine? So Kunde. Das ist irgendwie so ein... Geografie klingt so übelst professionell im Vergleich. Oder Geologie. Aber Geologie ist ja was anderes. Geologie befasst sich ja mit der Lehre der Gesteine, ne? Geografie mit Karten. Ne, Kartografie mit Karten. Hä? Ach, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Wie dem auch sei. Gut. So, ich glaube, hier sind wir wieder viel zu weit unten, als dass hier eine Frostcave spawnen könnte. Leider. Und hier ist auch endlich die Grenze. Oh Mann. Was ein Riesengebirge. Hier haben wir zwar einen Cave, aber keinen Frostcave. Ist natürlich Shade. Hier die Wand abklappern. Schön abscannen. Also das seht ihr natürlich nicht. Ich gehe mit meinen Augen gerade alles ab. Aber da ist leider nichts. Eiktür noch in 6 Minuten. Müssen wir noch 6 Minuten warten. Ciao! Energieschild, warum auch nicht. Und wir können auch mal wieder alles snacken, ne? So. Sehr gut. Da nochmal hier einen Kreis gezogen. Bis zum Rand, ne? Damit man auf der Minimap sieht, dass hier Wald ist. Das heißt also, wir haben genau im Blick, wie groß das Gebirge ist und können das schon mal abhaken. Da ist ein Frostcave. Oder hatten wir den schon? Nö. Sehr gut. Das ist höchst erfreulich. Und ihr beide sterbt mal bitte. Geht nämlich dezent auf die Eier. Gut.
Und ich würde sagen, wir gehen dann erstmal nochmal durchs Portal, um den. Ja, mache ich. Weil wir sind tatsächlich bis zum Anschlag mit Stuff überladen. So. Zack. Und verschiedenes Portal. Und außerdem, bevor ich es vergesse, mache ich hier mal Doppelklick. FH. Gut möglich, dass hier wieder Salmlein drin sind. Da muss ich das nochmal umbeschriften. Aber ich gehe mal kurz durch und schmeiße alles ins Lootloch. Sehr gut. So. Weg damit. Wir brauchen nichts davon, ne? Nee. Und wir gehen in den Frost Cave. Und hier werden wir direkt von dem Wolf begrüßt. Auf Wiedersehen. Und hinein. Bevor noch andere kommen. Ja, ich glaube, da kam auch gerade ein anderer, aber was soll's. Oh, unser Feuerball ist bald down. Aber wir haben ja zur Not noch Frost. Das sah ja geil aus. Mit dem Licht. Aber jetzt ist es weg. Das war Buggy, ne? Habt ihr das gesehen? Aber ist es gerade so aufgeleuchtet irgendwie? Was geht denn hier ab? Hä? Da, das ist bestimmt draußen. Greifen die bestimmt gerade mein Dingens an. Mein Portal. Oder? Soll ich mal gucken? Ich guck mal kurz. Ja. Portal kaputt gemacht. Dann baue ich sie wieder hin. Und schmeiße den Müll hier hin. Die Kristalle werden sich definitiv stacken. Oder kommt das Geräusch immer noch? Ich höre nochmal. Nee, ne? Ich glaube, das war der Wolf, der uns gerade verfolgt hat und das Portal zerstört. Und das haben wir, obwohl wir hier drin sind, gehört, glaube ich. Ich kann mich aber natürlich auch irren. So, links. Damit. So. Und hier lang. Crystals. Und ein Dungeon. Sehr gut. Aber leider nur ein kleiner. Das ist nur so ein kleiner Lootraum. Ciao. Und da noch weg. Bam. Ja, mit dem Loot. Hier ist noch mehr. Und wir finden keine Silber. Doch, endlich. Eine Silberhalskette gefunden. Wo ich es gerade gesagt habe. Haben wir vorher in den Frost Caves nie gesehen, ne? Wir haben immer nur Gedärme gefunden. Vielen Dank auch. So, hier geht's nach unten. Oh! Da ist nicht nur ein Golem, sondern das ist wieder ein Spot mit einem Angler, ne? Warte mal. Können wir nicht von hier oben gehen? Ja, wir treffen ihn schlecht. Nee, das wird nix. Komm. So. Oh, hier sind sogar zwei Golems. Das ist höchst erfreulich. Kann ich die nicht sogar beide auf einmal treffen? Könnt ihr mal nebeneinander stehen? Da, dann hau ich immer genau dazwischen. Ja, das geht. So. Wie die aussehen mit diesen kleinen Stimmelbeinchen. Mit diesem viel zu großen Oberkörper. Was soll denn das? So, sie treffen mich auch einfach nicht. Oh, jetzt haben sie mich getroffen und direkt mein Schild zerstört. Das heißt, ich lade das erstmal wieder auf. Sicher ist sicher. Ciao. Und du brauchst noch zwei, ne? Zwei Treffer. Eins und auf Wiedersehen. Und dann haben wir hier ordentlich Stuff. Vielleicht eine Trophäe. Nö. Hm. Na gut, dann nicht. Was liegt hier eigentlich? Ach, die haben die Fledermäuse umgebracht. Das ist natürlich dreist, dass die auch sinnlos Fledermäuse attackieren. Aber immerhin müssen wir uns doch nicht um die kümmern. Vielen Dank, liebe Golems. So, her mit dem Stuff. Und hier hinten muss doch noch irgendwo der Angler sein, ne? Da. Anglerspot Nummer 2. Soll ich diesmal die Angel da lassen? Ja, ne? Habe ich die andere auch?
Salmler. Mach ich mal hier. Weg und FH Angler. Mach ich mal. Oh, da habe ich mich schon wieder verneigt. Oder nee, ich habe wieder L, ne? Auf L verzweifle ich ja. Nein! Das ist richtig ein Emote für Raymond. Der macht das doch immer so, so das theatralisch auf den Boden fallen. Meinte doch immer, dass er das gerne hätte. Muss ich ihm tatsächlich das nächste Mal sagen, wenn er mit Valheim zockt, dass er sich das auch einstellen kann. Aber ich glaube, das geht ja nicht, ne? Man kann da solche Codes immer nur eingeben, wenn man Host ist. Das hatten wir ja schon mal das Problem. Das fand ich sehr, sehr schade. Weil da konnte ich den Jungs ja dann, ne, in der Floatland, im Floatland Special, wo sie die fliegenden Inseln bebaut hatten, konnten sie ja leider nicht cheaten. Und deswegen musste ich denen immer die Items hinwerfen. Das war sehr nervig. Ich hoffe, das fixen die noch. Das wäre super. Also das auch. Also von mir aus, dass ich nur cheaten kann, schön und gut, aber dass ich denen cheaten, für denen Cheats machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so gelöst. Da ist bestimmt Sackgasse. Hätte mich auch gewundert, weil das ja der Eingangsbereich hinter. Also wenn es da jetzt weitergegangen wäre, hätte mich das gewundert. So. Und wir haben alles abgehakt. Wir haben nicht eine einzige rote Jute dafür einen Anglerspot gefunden. Na gut. Rote Jute hätte ich lieber, aber was soll's. Huch. Was war das denn für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hier wurde schon wieder was zerstört. Dreist. Du warst das, ne? Tschüss. Oh, du lebst auch noch. Du hast vorhin mein Portal kaputt gemacht, glaube ich. Gut. Hin. Und das. Und dann sammeln wir mal den Stuff auf. So wie das hier. Und wir schmeißen es ins Lootloch. So. Hier hingerannt. Runtergeworfen. Alter, wie viel Loot. Not bad. Und direkt weitergemacht. So. Halt, falsch rum. So, perfekt. Und das war bestimmt der letzte Frost Cave, oder? Ich hoffe nicht. Vielleicht finden wir hier noch was. Ich glaube aber nicht. Weil wir sind hier hinten schon lang gegangen. Nee, da laufe ich jetzt tatsächlich mal genau so, dass wir nur noch diesen Teil hier haben. Und dann können wir das Gebirge endlich abhaken. Oh, Gefrierdrüse, die nehme ich mit. Obwohl, hier könnten tatsächlich noch Caves sein. Mal gucken. Bitte ja. Einer geht noch. Aber ich glaube, den hätten wir schon gesehen von da unten, ne? Obwohl, hier hinter zum Beispiel. Mal gucken. Nee, da ist nichts. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Schön alles absuchen. Nee, und ich glaube, hier sind wir wieder zu tief unten. Na gut. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich Frostcaves gefunden. Auch sehr viel rote Jute. So im Schnitt. Konnten wir ordentlich was rausholen. Und dann gehe ich nochmal zu dieser Seite. Und dann haben wir das endlich alles abgefrühstückt. Boah. War aber auch echt ein Brecher von Gebirge, wa? Not bad. Das freut mich natürlich. Und hier hoffe ich jetzt noch auf ein letztes Cave. Aber ich glaube nicht. Irgendwo versteckt. Irgendwas, was wir übersehen haben. Oder ist das der, den ich nicht eingetragen habe? Warte mal, ich gehe mal kurz rein. Kann sein, dass es der ist, den ich vergessen hatte. Nee, noch ein Frost Cave. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja der Oberhammer. So. Hingebaut. Portal. Hingebaut. Und dann ist das definitiv auch das Letzte. Wir haben alles erkundet, ne? Hier ist noch ein Fleck. Da ist noch ein Fleck. Nein! Und da auch. Ja, nee, die Flecken müssen wir noch entfernen. Es tut mir leid, da bin ich sehr pingelig.
weil deswegen machen wir diese Sekunden ja überhaupt. Das heißt, da müssen wir gleich nochmal kurz hinrennen. Dann können wir pennen gehen, obwohl, nee, wenn wir jetzt in Frost Cave gehen, ist es Nacht, wenn wir rauskommen, ne? Mal gucken. Wir gehen erstmal rein, farben alles ab, vor allem die rote Jute. Wir hoffen auf viele Dunjos. Oh, Feuerball, stimmt. Egal, wir haben zur Not noch unseren Hammer. Und unseren Froststab, ne? Stimmt, vielleicht sollte ich die hier mal mit dem Hammer killen. So geht's auch. Links. Auf der Etage bleiben, also da lang. Die Kristalle hier nehme ich trotzdem schon mal mit. So. Und hier ist die Sackgasse, wa? Ja. Eis weg. Antike Höhlenmarkierungen. Können wir immer noch nicht mit interagieren, ne? Nee. Stimmt, sonst würde da stehen eh benutzen. Aber gut. Runtergejumpt. Ein Dungeon. Perfekt. Moin. Klopf, klopf. So. Oh, das sieht so süß aus, wenn die schlafen. Ist immer so gemein, dass man die dann einfach umbringt. Ist noch einer. Ciao. Ciao.